Nach Protesten militanter Serben hat die Regierung des Kosovo vorerst die Einführung neuer Einreiseregeln verschoben. Mitglieder der serbischen Minderheit im Norden des Kosovo hatten am vergangenen Wochenende Straßensperren errichtet und mit Waffen in die Luft geschossen. Die Vorschriften für Personaldokumente und Kfz-Kennzeichen für Serben, die in den Kosovo einreisen, sollen jetzt um einen Monat verschoben werden. Regeln, die allerdings in umgekehrter Richtung schon länger gelten. Der kosovarische Ministerpräsident Albin Kurti beschuldigt Serbiens Präsident Aleksandar Vučić, die Spannungen zu provozieren. Serbien hat die Eigenstaatlichkeit des Kosovo nicht anerkannt und versucht, parallele Verwaltungsstrukturen für Serben im Kosovo aufrechtzuerhalten, wie serbische Nummernschilder oder Ausweispapiere. Die Sicherheitslage im Norden des Kosovo ist weiter angespannt, teilt die NATO-Mission KFOR mit. Sie sei bereit einzugreifen, sollte die Stabilität gefährdet sein. Die Maßnahmen werden um einen Monat verschoben und jeder erwartet nun, dass sich Pristina und Belgrad in den nächsten Tagen und Wochen bis zum 1. September einigen werden, um zu verhindern, dass es wieder zu gefährlichen Zwischenfällen wie am vergangenen Sonntag kommt. In den nächsten Wochen werden wir sehen, was passieren wird und wie die Umsetzung dieser Maßnahmen am 1. September verlaufen wird. Dusan Hadžinikolić, Euronews, Belgrade.